Ich begrüße euch in Folge Secret of Mana. Unser heutiger wundervoller Plan ist, dass wir uns diese Ruinen angucken. Denn hier sollen wieder genau die gleichen Dinge passieren, wie auch schon den Ruinen von Panduria und so. Denn hier sollen wir Menschen die Seele geraubt werden, angeblich. Und wir haben auch schon am Eingang Pamela gesehen. Und ein kleines Mädchen hat im letzten Part in der Stadt uns gesagt, dass Pamela sie da scheinbar reinlocken wollte in die Ruinen mit einem Bonbon. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, was hier abgeht. Pamela, wake up! Shut up! Shut up! Shut up! I won't go back. Dyluk and I are happy here. Leave us be. What do you think of that, huh? This is revenge for taking him from me in the first place. He'll never be yours. What? But Pamela, that can't be. It feels good to come out on top. Pamela, I didn't... This isn't what I wanted. Let's get her to Chrissy's. Come on, sis! What happened? Chrissy, can you take care of our friend for now? It's a long story. Okay. There's a doctor sympathetic to our cause. We'll take her there. Thank you. Leave this to us. You go help Dyluk. Das war seltsam, aber okay. Scheinbar... ist Pamela eigentlich ihre Freundin, aber jetzt kommen scheinbar so ein bisschen ihre wahren Gedanken hervor, dass sie Dyluk scheinbar damals geliebt hat oder so und Primin ihr scheinbar weggenommen hat. Irgendwie. Gut, dann können wir uns jetzt die Ruine angucken. Heilwasser Stufe 6. Okay, also scheinbar ist Heilmagie gegen irgendwelche Goblins und sowas nicht effektiv. Goblins. Gute stand da nicht Goblins. Zombies meinte ich allgemein. Ja, okay. Die Ruinen sehen ähnlich aus wie die auch in Panduria. Aber okay. Jetzt wird schon mal die ganze Beziehung zwischen Prim und Pamela. Und auch Prim und Dyluk und Pamela und Dyluk so ein bisschen näher thematisiert, wenn man jetzt schon hört von wegen, aha, die hat mir vorher Dyluk weggenommen und sowas in der Richtung, keine Ahnung. Finde ich okay. Und mehr dazu zu erfahren, wird bestimmt interessant. So, was haben wir hier schön? Es gibt irgendwelche Secrets oder sowas in der Richtung, irgendwelche Schatztruhen. Das wäre mal voll cool. Sieht aber bisher nicht so aus. Wo laufe ich hier eigentlich gerade hin? Ah, jetzt bin ich draußen. Das ist wirklich nicht so schön. Und sowas meine ich. Einfach so kleine Secrets an Orte hinpacken, wo vielleicht nicht jeder hinläuft. Es war jetzt wieder am Bogen, Orb und nichts anderes irgendwie, aber genau sowas meine ich. Das gibt es einfach im Spiel viel zu selten, dass man irgendwie fürs Erkunden belohnt wird, sag ich mal. Aber ja, jetzt haben wir einen weiteren Bogenorb. Sehr schön. Das müsste jetzt der fünfte sein, keine Ahnung. Könnte man theoretisch mal nachschauen. Ja, fünf, genau, sehr schön. Jetzt müssen wir den halt nur noch hinzufügen bei dem guten Schmied. Der ist ja auch in der Nordstadt irgendwo beim Händler oder was. Nee, das war der. Das Inn, oder? Egal, eins von beiden war's. Was auch immer er da macht. Wir wissen es nicht. Er ist auf jeden Fall da auch hingekommen. Wie immer halt, da geht er auch von Stadt zu Stadt scheinbar. Ich meine, ich finde es gut. Ich würde es so unfassbar nervig finden, wenn man immer irgendwie zurück müsste zum Zwergendorf, um die Dinger einzubauen. Deswegen finde ich es gut, dass er mitreist, aber. Ja. Ey, wir haben den Katzentypen schon voll lang nicht mehr gesehen. Der war das letzte Mal im Vierjahreszeitenwald, oder? Den haben wir voll lang nicht mehr gesehen. Das ist irgendwie schade. So, was nehme ich denn? Ich
gönne mir die Chakren-Hand. Denn die mag ich noch am meisten von den Sachen, die uns gerade zur Auswahl stehen. Die Peitsche ist nicht so meins, den Bumerang hasse ich. Und die anderen Dinge haben die anderen gerade ausgerüstet, deswegen. Und die Fäuste, die Dinger halt, wie heißt denn das? Ihr wisst, was ich meine. Die Handkampfwaffen sind am besten von denen, die es zur Verfügung stellen. Den komme ich einfach am besten klar. So, gibt es jetzt hier auch nochmal einen schönen Dings, einen Orb oder so in der Richtung, meinetwegen. Was bist du denn? Gegen die haben wir damals auch schon am Dings gekämpft, glaube ich. Egal. So. Ja, hier gibt es jedenfalls Schatztruhe mit Lanze. Sehr schön. Aber was ich anstrengend finde, wenn man so eine Schatztruhe öffnet, die halt nicht von einem Gegner gedroppt wurde oder so, dann dauert das kurz, bis sich meine Leute wieder bewegen können. Die ist dann halt da halt so, aber irgendwie kann die nicht geöffnet werden, wieso auch immer. Also, Quatsch. Sie kann geöffnet werden, aber... Da ist kein Schaden bekommen, doch. Sie kann geöffnet werden, aber es dauert halt eine Weile, bis sich meine Leute wieder bewegen können. Das finde ich so seltsam. Ich frage mich, wieso das so ist. Aber okay. Wir machen jetzt weiter und gehen jetzt den richtigen Weg ab. Weil hier oben ist noch ein Bonus gewesen. Ein bisschen. Jetzt gehen wir nach unten und laufen da die richtigen Wege ab. Ich sehe schon, hier ist auch noch ein Weg, eine Tür. Ist da noch ein Orb vielleicht drin oder sowas in der Richtung? Ne, das ist plötzlich nur sinnlos. Aber okay, ich meine, es kann ja auch nicht überall was sein. Das soll es ja auch gar nicht. Das will ich auch gar nicht haben. Ich will auch schon, dass manche Wege halt wirklich nur Sackgassen sind, aber das Spiel sollte halt wirklich mal mehr an so optionale Wege irgendwie Schatztruhen packen oder so aus einer Richtung. Das macht's nämlich kaum. Geh weg, du Mistvieh. Ach, egal. So, was ist da drüben Schönes? Ist da irgendwas? Oder wieder so ein Raum? Jetzt ist hier plötzlich ein riesiger Tisch. Okay. Interessant. Interessant, was hier alles so abgeht. Ich habe Angst vor dem Bosskampf in den Ruinen. Ich habe Angst, dass das hier so ein nerviges Vieh wie die Wand wird. Die halt wirklich, wirklich nervig war. Bis ich halt auf die Magie gegangen bin. Aber so, die ersten Versuche, die habe ich ja gar nicht gezeigt. Die waren halt wirklich echt mega nervig. Aber okay. Komm, egal, wir gehen einfach runter. Oh, plötzlich ist alles voller Nebel. Und schaurig und gruselig und sonst was. Boah, es wird creepy und spooky und so. Und hier ist keine Karte da. Von der SNES-Version. Interessant. Wieso das nicht? Das ist irgendwie seltsam. Egal, komm, wir gehen einfach weiter, ohne den zu besiegen. Das ist nervig. Oh, rote Schleime und grün. Ja, jetzt alle Farben plötzlich. Das ist interessant. Ich finde, glaube ich, die roten am hübschesten, nämlich von der Farbgebung her. Die sehen irgendwie cool aus. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber irgendwie gefällt mir diese Farbe. Oh, klont euch doch nicht, ihr nervigen... Ja, klont euch halt noch mehr! Mann! Seid ihr nein! Aus! Treffe ich doch nicht. Das ist einfach so typisch. Ich will wenigstens einen töten. Kann Popeye bitte nicht in Flammen stehen? Kann Randy bitte nicht in Flammen stehen? Das wäre halt wirklich ganz cool eigentlich. Oh, ich bin so blöd fürs Ringmenü. So, komm, jetzt sterb doch mal. Wieso ist das Flammengeräusch immer noch da? Egal, keine Ahnung. So, gehen Sie auf die Peitsche, bitte. Dann kann ich als nächstes die Axt nehmen. Achso, wechseln wieder. Das ist ein großer Raum. Hier kann er kein Gift spucken oder was auch immer getan hat. Oh ne, nicht du schon wieder. Geht einfach weg, keiner mag euch. Ich mochte euch damals im Wald schon nicht. Ja, es ist noch Zeit, dass wir bei der Hexe waren. Part 7 war das oder so.
Das kommt mir vor wie vor 10 Jahren gefühlt. Nee, keine Ahnung, aber es kommt mir wirklich schon ein bisschen länger vor. Bull ist eigentlich erst vor... Welcher Part ist das hier? 24 oder so? Obwohl es erst vor 17 Parts war. Oder irgendwie so eine Dreh, keine Ahnung. Ich nehme jetzt nämlich heute schon den 3. Part auf, ja. Ich habe gerade voll Spaß am Spiel, deswegen... Wenn ich Spaß daran habe, nehme ich auch mehr auf. Ich habe eigentlich auch ziemlich viel Spaß am Spiel, aber meine Capture Card zerstört mir manchmal den Spaß, weil halt sehr oft Aufnahmen kaputt sind und ich die nochmal aufnehmen muss. Und deswegen mag ich halt nicht so gern so längere Aufnahmesessions, wo ich mehr aufnehme. Sowas kann ich eigentlich nur bei PC-Aufnahmen machen, wo ich PC-Spiele aufnehme, weil da halt viel weniger Aufnahmefehler oder sowas auftreten, als wenn ich mit einer Capture Card aufnehme. Ich meine, heute hatte ich noch keinen, aber wahrscheinlich, weil ich das jetzt gesagt habe, wird der Part kaputt sein. Wetten, ihr werdet das also niemals hier hören, was ich gerade sage. Wette ich mit euch. Das wäre so typisch. Und die Aufnahmefehler reichen halt von dahin, dass einfach aus meiner Audiospur immer mal so 1, 2, 3 Sekunden rausgeschnitten werden. Bei einer ist es nicht so schlimm, weil dann kann man das noch relativ einfach anpassen. Aber bei 3 Sekunden zum Beispiel ist es halt schon schlimm, weil dann einfach irgendwas immer weg ist und du das dann irgendwie angleichen musst und so. Und das ist mega nervig zu machen. Und bei einer Sekunde fällt es eigentlich meistens nicht auf. Ja, dann gibt es halt so Audiofehler. So Aufnahmefehler, wo einfach Bildfehler da sind. Die sind am harmlosesten, weil Bildfehler können halt mal auftreten, sage ich. Und dann gibt es noch so Aufnahmen, wo einfach ein Bildfehler kommt und dann die komplette Aufnahme zerschießt und ja, dann da einfach nichts mehr stimmt und einfach mega der Bildfehler halt ist und dadurch irgendwelche paar Sekunden rausgeschnitten werden aus dem Part und man das dann irgendwie angleichen muss, indem man selbst noch was rausschneidet und dann die Musik anpasst und so. Also es ist mega anstrengend. Wenn ihr manchmal wüsstet, was ich dafür mache, um so einen Part zu reparieren. Jetzt nicht nur Secret of Mana, allgemein auch Xenoblade 2 oder Lost 4 oder so. Allgemein alles, was ich nicht am PC aufnehme quasi. Das ist so anstrengend manchmal. Und ja. Alles nur für okay aussehende Parts, sag ich mal. Und auch Parts, die nicht irgendwie voll kaputt sind. Aber muss halt sein, sage ich mal, muss halt sein. Weil ich glaube, ihr werdet kaum ein Part haben, wo die Audiospur komplett kaputt ist und wo, ja, das Bild nicht passt zu dem, was ich sage und so weiter und so fort. Deswegen ist es besser, wenn ich das anpasse. Okay, hier ist so ein Weg, okay. Das ist alles voll groß hier, ich weiß nicht wieso. Also besser, wenn ich anpasse, als wenn irgendwas da kaputt ist und so, sag ich mal. Deswegen passe ich den ganzen Scheiß lieber an, als da irgendwie voll die Fehler drin zu haben. Genau. So. Ach ja, der Dungeon ist gerade so ein bisschen langweilig irgendwie, ich weiß nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, Hallo. So. Ist ja ganz ehrlich, das ist einfach irgendwie alles voll groß hier. Ich weiß nicht wieso. Aber der Dungeon wirkt einfach viel zu groß. Es ist mega seltsam. Kann Prim nicht brennen. Popeye meine ich. Es wirkt jedenfalls viel zu groß alles in den Dungeon. Ich weiß nicht. Wow. Ich weiß nicht. Es ist seltsam. So, wundervoll. Jetzt haben wir mal solche komischen Wolken besiegt. Haben wir bisher noch nie gemacht. Die waren eigentlich immer egal. Wo laufe ich hier eigentlich gerade hin? Ich habe keine Ahnung. Na, da ist der Schalter wahrscheinlich, den ich aktivieren muss. Au, nicht sterben. Sehr schön. Gut, das kann ich bestimmt bei den Stacheln passieren. Jeder waren.
Das ist wundervoll. Dann gehen wir mal zurück und gucken da mal nach, würde ich sagen. Ich würde eigentlich im Prinzip auch voll gern so längere Aufnahmen machen. Das heißt, ich nehme eine Stunde auf und cut das in drei Parts, wie ich es früher mal gemacht habe. Aber da habe ich halt so ein Gefühl, dass da die Wahrscheinlichkeit für Aufnahmefehler noch höher ist. Und deswegen mache ich das halt nicht. Ich meine, es ist ja im Prinzip höher, weil da mehr Bildmaterial da ist, was halt kaputt gehen kann. Achso, und noch eine Sache, die ich auch sehr oft habe, ist, dass einfach, warte mal. Da schon noch gerade in der Wand hinter der erscheint eine Tür. Was ist oben bei den Stacheln gewesen? Jedenfalls eine Sache, die ich auch sehr oft habe bei Aufnahmefehlern, ist einfach, dass, oh, wundervoll. Okay, nice. Ist einfach, dass meine Audiospur komplett aufgenommen wird, aber das Bild nach einer Minute oder so abbricht. Das habe ich so unfassbar. Okay, nicht allzu oft, aber ich habe schon ein paar Male, sage ich mal. So in von 10 Aufnahmen vielleicht einmal. Und ich weiß halt nicht, wieso das ist, aber es ist jedenfalls mega anstrengend, weil ich dann halt den Part nicht wiederverwenden kann. Ich meine, wenn da jetzt ein Bild wieder drin ist, kann ich, wie gesagt, noch irgendwie mit viel Aufwand richtig schneiden, dass ich es hochladen kann. Aber wenn halt der komplette Part nicht aufgenommen wird und nur meine Audiospur, was ich, wie gesagt, relativ selten habe eigentlich, aber immer mal wieder, das ist dann halt mega anstrengend. Zum Beispiel bei Xenoblade 2, bei Part 3 war es so, den habe ich auch trotzdem hochgeladen, dass ich irgendwie 30 Minuten, glaube ich, aufgenommen habe. Und da aber den Part zum Glück nur Sidequests gemacht habe und schon meinen Spielstand überspeichert habe. Deswegen speichere ich auch immer mit mehreren Spielständen als nur einem. Wegen genau solchen Aufnahmefehlern. Ja, jedenfalls war es halt so, dass ich den Spielstand schon überspeichert habe, weil eben Xenoblade 2 nur einen hat. Und deswegen konnte ich den Part nicht neu aufnehmen. Aber es war halt so, dass ich eh nur Sidequests gemacht habe und deswegen habe ich den Part zu hoch geladen. Ich meine, ich hätte auch keine andere Möglichkeit. Ich hätte höchstens das Spiel nochmal komplett neu anfangen können. Aber das wäre, glaube ich, auch mega anstrengend nervig gewesen. Aber ja, das sind so... das ist so die Welt eines Players. Ständig mit irgendwelchen Aufnahmefehlern kämpfen. Seid froh, dass ihr eure Spiele nur schön genießen könnt, wenn ihr keine Let's Plays macht. Nein, Spaß, es ist ja nicht so schlimm. What the fuck, wieso ist sie jetzt tot? Hatte sie nicht gerade noch voll viel? Ist doch anstrengend alles. Komm, dankeschön. So, wiederbeleben. Hallo meinte ich eigentlich. Apropos wiederbeleben, bekomme ich eigentlich noch irgendwann einen Wiederbelebungsspell? Das wäre auch voll praktisch. Ich meine, ich brauche es im Prinzip nicht, weil ich mir ja genug Wiederbelebungs-Items kaufen kann. Aber nur so als Frage einfach mal. So, du bist gleich durch. Du bist schon lange durch mal wieder. Ich hab's nur nicht mitgekriegt, scheinbar. Wieso auch immer. Und du bist noch dabei. Perfekt. Ah, wir sind noch auf Stufe 1. Okay. Scheinbar. Das ist interessant. Ich würde auch mal sagen, das war's für die heutige Folge von Secret of Mana. Im nächsten Part geht es dann spannend weiter. Hier in den Dungeon. Aus. Gegner, aus. Du machst ganz schön Heilung. Tschüss!